Liebe Delegierte, lieber Benedikt Jockel, sehr geehrte Damen und Herren, was packt man ein Grußwort, wenn man sich nicht dauernd wiederholen will? Für jede Veranstaltung die passenden Worte, das ist inzwischen eine echte Herausforderung und nach dem gestrigen unmenschlichen Ereignis in Paris für mich doppelt schwierig. Ich habe so wirklich in der letzten Zeit viele Grußworte gehalten, auf viele Reden geschwungen und ich hatte noch nie so viel Bammel wie gerade eben jetzt. Ich muss mich auch versichern, ob ich den Text, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, wirklich halten soll. Und mir wurde gesagt, jetzt erst recht. Wenn ich auf 30 Jahre ÖDP-Ehrenamt zurückblicke, stelle ich fest, dass sich der Anspruch an unser Ehrenamt erheblich verändert hat. Die Herausforderung am Vorabend einer neuen Völkerwanderung, wie es der Asylrichter Peter Vorname beschreibt, überlagert heute alle wichtigen sozialen und ökologischen Probleme. Viele lassen sich von diffusen Ängsten leiten und instrumentalisieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt, nach gestern sowieso nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass wir national, europäisch und global eine Rückwärtsbewegung vollziehen. Ich weiß nicht, wie es euch oder Ihnen geht, mein Glas ist immer halb voll und meine Devise lautet, es gibt keine Probleme, es kann nur Lösungen geben. Angst möchte ich mit Mut und mit Hoffnung begegnen und ich möchte dabei nicht die Freude und nicht meinen Humor verlieren. Daher heute ein sehr ungewöhnliches Grußwort. Weil ich als Bundesvorsitzende in meinem Heimatlandesverband Bayern bin, dachte ich mir, die halten es aus, da kannst du in der Sprache auch etwas deftiger werden. Eigentlich wollte ich ja gar nicht selber sprechen, sondern Heine Staudinger erzählen lassen. Das heißt, ein 6-minütiges Interview mit ihm einspielen. Manche mögen ihn kennen, manche vielleicht auch nicht. Heine Staudinger ist Unternehmer. Er fertigt Schuhe im Waldviertel und ist zudem Philosoph. Lucia meinte, das wäre technisch etwas problematisch, also muss ich doch selber ran und versuche nun, die Essenz der staudingerschen Prinzipien zusammenzufassen, weil ich meine, dass dies auch eine Anleitung nicht nur für die ÖDP sein könnte. Prinzipiell ist es ja völlig wurscht, ob man Schuhe produziert oder Politik verkauft. Schade bloß, dass ich den Waldviertler Dialekt nicht kann. Das ist jetzt keine Gebärdensprache, das sind die 2 von 3 Prinzipien von Heine Staudinger für sein Unternehmen, das 1997 eine Krise hatte. Das Geld war weg und der Firmenrat musste nachdenken, wie man die Krise bewältigen kann. Man hatte sich entschlossen, nicht den üblichen Weg zu gehen, Hackler, also Arbeiter, zu entlassen, die Produktion nach Asien zu verlagern und Managern einen Bonus auszuzahlen. Nein, man kam zu dem Ergebnis, dass Sparen am wirksamsten dort ist, wo Leute nicht mehr gebraucht werden, die vorher schon teuer waren, und das waren die Werbeleute. Sie haben versucht, die Werbung selber zu machen. Werbung, sagt Staudinger, ist eigentlich scheiße. Das fällt jetzt noch ein paar Mal öfter, aber das kommt vom Herrn Staudinger. Werbung ist ein Ärgernis im Briefkasten, in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio, in der Landschaft, im Internet. Wenn wir schon Werbung machen müssen, dann soll sie Brennstoff für Herz und Seele sein. Sie haben dann ein Heftel entwickelt, in dem jede zweite Seite ein Bild war, mit Literatur, Philosophie oder aus dem Leben. Beiträge, die es wert waren, darüber nachzudenken. Wir machen es dann gut, wenn der innere Dialog einen Brennstoff, eine Nahrung findet, war Staudingers Überzeugung. Sie, das heißt Heine Staudinger und sein Freund, ein arbeitsloser Architekt, haben bei der Arbeit nachts immer Beatles gehört. Und dann haben sie einen Wisch, wie sie sagen, entwickelt mit dem Titel Let It Be. Und dann haben sich die Menschen beschwert, dass sie ohne Übersetzung englische Texte verwenden. Der Originaltext hieß, When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Heine Staudinger fand sofort eine Übersetzung. Wenn ich Sorgen hab, kommt Mitzi Mamsch und sagt, geh scheiß dir nicht um. So war der Firmengrundsatz Nummer 1 geboren, angelehnt an die biblische Botschaft, fürchte dich nicht. Geh scheiß dir nicht um.
Sie sind dann aber drauf gekommen, dass sich nur nicht anscheißen manchmal zu wenig ist und haben das zweite Prinzip formuliert: Bitte sei nicht zum Deppert. Wir wissen genau, dass Angst eine der größten Behinderungen im Leben sein kann und darum fürchte dich nicht, sei mutig, aber bitte sei nicht deppert, weil das gefährlich werden kann. Jetzt wissen wir genau, dass nur gescheit sein und auch nicht genug sein muss. Zwei Grundsätze hätten dem Heinrich Staudinger gereicht. Der dritte Grundsatz hat sich dann so ergeben. Er hat die Prinzipien seiner Firma mit den Neffen und Nichten besprochen. Das taugte ihnen und ihm taugte es auch, sagte er, weil nämlich die Kinder mit so einer Gier am Leben die Zusammenhänge verstehen wollen. Sein Bruder hat sich dann aufgeregt, dass er seinem dreijährigen Buben solche Blödheiten lernt und von da an hat er mit den Kindern vereinbart, dass sie die Grundsätze nicht mehr aussprechen, sondern nur noch Finger zeigen, weil die Wissenden ja wissen. Die Neffen und Nichten haben diskutiert über die Notwendigkeit, diese Prinzipien zu achten und plötzlich haben die Kinder ohne Vorwarnung gefragt, ob es denn nicht ein drittes Prinzip gibt. Heinrich Staudinger wollte die Kinder nicht enttäuschen und sagte, ja, selbstverständlich haben wir ein drittes Prinzip und es ist sogar das Wichtigste von allen, die Liebe. Und seither übt er die Grundsätze mit den Neffen und Nichten. Geh, scheiß dir nicht um. Bitte sei nicht so deppert und lass dich bei allem, was du tust, von der Liebe leiten. Liebe Freundinnen und Freunde, das war jetzt weit weg von einem üblichen Grußwort. Das klang vielleicht unterhaltsam bis lustig, aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, auch als ÖDP über den tieferen Sinn dieser philosophischen Botschaft und des Ansatzes eines Heinrich Staudingers nachzudenken. Auch wir brauchen Brennstoff für Herz und Seele, um andere anzuzünden mit unserer politischen Botschaft. In diesem Sinne wünsche ich dem LHA eine konstruktive Diskussion und gute Ergebnisse. Danke.